Moin, meine lieben Freunde. Wir gehen heute rein in das neue Support Memory EZA Event. Da schauen wir das Ganze an. Es gibt ein paar Missionen. Einmal mit Erdlinge den ganzen Spaß besiegen. Einmal mit Vegeta Family. Genau, mit Vegeta Family. Ich habe da schon mal ein Team zusammengebaut. Inzwischen. So, wir sind die Erdlinge. Wir sind die Erdlinge. Du. Du, safe. Du. Ja, machen wir so und dann nochmal. Vegeta Family. Whis ist ja da. Wichtig und richtig. Hier vorne, wir probieren es nochmal. Erdlinge, ey. Versuch, weiß nicht, 5, 6 vielleicht. Jetzt haben wir aber Jackie Chun am Start. Der Junge sollte das Ganze carryen. Mit seinen Stunts gehe ich mal von aus. Also wie gesagt, mal schauen. So, okay. Es ist der Boy Muten Roshni vorne. Wir hoffen auf seinen Stun. Und hier wieder die Additionals. Weil wie gesagt, Krillin. Ich komme mit dem Jungen immer auf die 18 Key. Also da echt, da muss man Key Management vom Feinsten betreiben. Bis er seine 12 Key raushaut. Okay, perfekt. Danke dir. Erster Angriff geht durch. Jetzt muss der stunnen. Ansonsten vorne direkt neuer Versuch. Okay, er stunnt. Geil. Wichtig und richtig. Dann kannst du jetzt auch Schaden machen. Dann ist es gar nicht mal so schlimm, dass er jetzt seine 24 Key raushaut. Mit Crit. Perfekt. Ja, die sind einfach nur Deko. Und wir haben direkt schon einfach unseren Icarus verschwendet. Geil. Genau, schau mal, das ist geil. Jetzt können wir nämlich hier schön einen Key ihm geben. Er hat 17 Key. Besser wird's nicht. Und die zwei Bulmas haben auch nochmal die Chance zu critten, Freunde. Hoffentlich, nicht zu können, zu stunnen. Hoffentlich stunnen die für die nächste Runde. Oder Krillin. Würde ich auch annehmen. Komm. Freunde. Und die letzte Runde haben wir verloren, einfach weil keiner von den dreien einfach critten, nicht critten, stunnen wollte. Das muss sich jetzt hier bessern. Komm, letzte Chance. Gucke mit seinem langen Stab fein aus. Ja, danke schön. Sehr nice. Okay, jetzt haben wir The Boy, The Legend. Krillin wieder da hinten, Alter, der Junge. Aber ich glaube, die beiden zusammen, ne, guck mal, 4 Link-Skills, das ist geil. Das ist geil. Jackie Chun und LR Muten Roshni. Die fühle ich halt echt zusammen. So, mal schauen. Wir haben ihn, wie viel haben wir jetzt gegeben? Ich glaube, der müsste 13, 14 mal 2, ne, an Additional Attacks haben. Ja, hast du ja auch zusammengespielt. Ja, das bietet sich ja eigentlich nur an, ne? Einfach der gleiche Bre. Das muss so. Okay, Additional, komm bitte. Stun. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob Jackie Chun gestunt hat, aber ich glaube nicht. Weil, ja, es ruht alles auf Muten Roshni und er regelt es. Auf ihn ist Verlass, auf den Großmeister. Vielleicht nicht beim Dodgen, aber beim Stun ist er am Start vorne. Das ist schon mal wichtig und richtig. Okay, wie geht das jetzt wieder fresh? Nutzt uns aber gerade nichts. Jetzt müssen wir die Plays raushauen vorne. Es ist zu, ey, warum ist jetzt alles bei mir Rainbow? Lasst es doch einfach sein, Freunde. Ja, da müssen wir wieder auf die Additional spekulieren, oder? Da müssen wir auf die Additional in der Mitte spekulieren. Und, oder Bulma eskaliert jetzt komplett und haut mal einen Stun raus. Das wäre auch geil. Nee, natürlich nicht, Freunde. Die Hoffnung, die stirbt. Nicht zuletzt, aber sie stirbt. Der Junge Additional. Ja, bitte. Und jetzt ein Stun nochmal hinterher. Geiler wird's nicht. Mach dich zum MVP. Nein, macht er nicht. Oh Mann, ey. Kann Vegeta stunnen? Ich glaube nicht, ne? Okay, perfekt. Geil. Danke dir. Wir können aber spekulieren, Freunde. Jackie Chun. Er kriegt ja nochmal so eine 50%ige Damage Reduction. Und ansonsten Ma Boy Muten Roshni. Okay. Item gespart, würde ich sagen. Item gespart auf jeden Fall. 3,4 Millionen auf dem Tacho. Nicht zu verachten, ey. Warum habe ich die ganze Zeit ohne den gespielt? Ich verstehe es nicht. Also von mir klare Empfehlung, Freunde. Wenn ihr die Mission auch noch offen habt mit den Erdlingen, macht das mit dem Jackie Chun, ey.
investiert das in sein Awakening. Ich habe jetzt auch nicht auf 100%, weil bei diesen ganzen World Tournament Charakteren, da warte ich immer, bis ich alle Dupes frei habe, um die auf Ella zu bringen. Aber der Junge, der ist dafür gemacht, ey. Rein da. Awaken und rein. Ja, der gute Red hat Poke One schon erledigt. Nach wie viel? 9 Stunden oder so. Okay, sie ist gestunt, Freunde. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Da kommt nämlich der nächste hier, der stunnen will. Und der Grüne bleibt unten liegen. Yes, Mann. Geil. Absol Shiny ist hier gut. Geil, ey. Richtig nice. Richtig gut. Also Schaden machen sie echt nicht. Dafür sind sie nicht bekannt, Freunde. Schaden nicht. Oh ja, aber das Stun. Dafür sind sie so bekannt. Geil. Stun City. Wir sind hier in Stun City. Random. Ja, einfach. Du bist im Absol-Gebiet, ey, unterwegs, mein Lieber. Jackie Chun wieder. Maximale. So, dann Ma Boy. Muten Roshi. Sama. Ich such dir nicht gezielt, ey. Gib mal ein bisschen Luck ab, Red, ohne Spaß, hier für unsere Booster Packs, ey. Die wir dann öffnen. 9 Mal Kamezin Purpur Base Set. Und nochmal 2 Minitins von den 9, die wir am Start haben. Einmal ganz klassisch mit unserem Boy Ali. Ali aus unserem Let's Play. Und nochmal hier. Hier ist der Quaxel oder so. Genau, nee, Donkey, die 7 Runden Mission haben wir im Vegeta Team gemacht. Ich glaube, mit Erdlingen wäre das unmöglich, um ehrlich zu sein. Mit Erdlingen wäre das echt unmöglich. So, der Boy ist nicht gestunt, ist gar nichts. Da aktivieren wir ein Item, Save. Und ey, danach hoffen, Freunde. Hoffen und spekulieren. So, der Junge vorne kann stunnen. Die kann stunnen. Und da hinten nochmal die Bulma, ey, bitte. Bitte, bitte. Stun, komm durch. Oh, ne, er macht die super. War so klar, Digga. Ich hab einen Wiss aktiv. Oh, die liebe Leute. Oh mein Gott, wieder kassiert einfach nur. Komm, jetzt muss das dann aber kommen, ne? Ansonsten schon vorbei. Jawohl. Ne, neue Item haben wir auch geschafft. Eigentlich ist es einfach nur packen mit Erdlingen. Der Rest ist egal. Alle anderen Missionen haben wir geschafft. Wir müssen einfach nur mit Erdlingen schaffen. Das dann ist wichtig und richtig, Freunde, ey. Richtig und richtig. So, dann können die beiden jetzt wieder weiter stunnen, was das Zeug hält, ey. Das ist gut, das. Das war jetzt echt scheiße, ne, von mir. Fuck. Okay, jetzt muss Jackie Chun stunnen, Freunde. Ich hab's verkackt in der Mitte. Ich dachte, der hat nicht so viel Ki. Unser Muten Roshi, aber doch, der hat ein bisschen mehr Ki. Jackie Chun! Was machst du? Okay, dann hoffen wir jetzt bei den beiden auf Additional Attacks. Komm. Nein, danke dir. Relin, die letzte Hoffnung, mein Lieber. Die letzte Hoffnung. Additional. Perfekt, danke dir. Es sind die Additionals, Freunde. Es sind die Additionals. Ich muss nochmal aktivieren, ey. Weil, okay, Gott sei Dank. Ich habe hier noch eine Keykugel rumfliegen. Das ist sehr gut, sehr wichtig. Mitnehmen, annehmen. Und jetzt muss das dann durchkommen. Ansonsten, Freunde, ist Leben vorbei. So, wir haben noch einen Dokkan-Mode. Diesmal verkacke ich ihn nicht. Mit Ansage. Okay, geschafft. Sonst wäre es peinlich. Sonst wäre es echt peinlich geworden. So, jetzt einfach das Stun. Scheiß auf Dokkan-Attack. Ne? Den Heal nehme ich natürlich gerne mit, aber es muss das Stun einfach kommen. Bitte, Junge. Bitte. Danke. Danke dir. Bitte. Bitte. Additional. Komm mit Stun. Bitte. Ja, ich küsse doch dein Herz, Alter. Der war so wichtig. Okay, Bulma hinterher, ey. So. Aber ein bisschen Schaden mitnehmen, annehmen, Freunde. So. Oh, was hat denn der für eine Active Skill? Jackie Chun. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Hier, maximale Kamehameha kann aktiviert werden, nachdem der Charakter im Kampf mindestens 6-mal angegriffen wurde. Oder nach dem 4. Superangriff. Erhöht Angriff vorübergehend um 610%, fügt dem Gegner Schaden zu und 64% Schaden auf. Ne, Chance auf kritische Treffer in derselben Runde. Ja, Freunde, raus damit, oder?
Raus damit. Geil. Hat ja keine Throwbacks. Hat irgendwie, der wird dann gestunt oder so, wie der andere Jackie Chun da mit der Glatze. Muten Roshi. Tech. 1-8 mitnehmen. Gute Crit-Chance nochmal. Ebenfalls mitnehmen. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Der darf nicht zu viel bekommen für den Stun. Perfekt. Wo können wir es versuchen für nächste Runde? Mal schauen. Ob es an Stun geht hier durch. Und jetzt hat er ordentliche Crit-Chance, der Boy. Komm. Jawoll. Mit Stun und Crit. Also was will man mehr, Freunde? Jetzt kommt der Muten Roshi. Würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, wenn er jetzt crittet. Na, okay, danke. Hier, die ist halt auch einfach nur für Stun da, ne? Die Bulma. Aber jetzt liefert sie auch mal. Jetzt liefert sie, die Gute. Okay, scheiße. Kriege ich den Grünen hier runter, ja, ne? Wollo. Dann kann da hinten auch nochmal stunnen. Wenn wir jetzt Glück haben, natürlich, ne? Entweder Mitte Bulma, wäre wichtig, richtig. Der Junge mit einer Additional. Würde auch gehen, vielleicht. Nee, er will nicht. Aber Bulma, jetzt kommt bitte stunnen. Wir haben zwei Chancen. Ich habe nämlich keine Whiz mehr. Das heißt, ich werde jetzt hart kassieren. Wenn er nicht stunt. Ich werde hart kassieren. Hallo, hören Sie mich nicht? Tut mir das nicht an, Freunde, ey. Oh ja, es ist The Man Krillin. Auf ihn ist Verlass, Freunde. Man Krillin. Der Boy weiß aber, wie der Hase läuft. Ja, so. Perfekt, ey. Da hinten macht er auch nochmal einen super Angriff. Ohne Leader Skill, aber Vegeta, Bulma waren auch dabei. Fürs Protokoll einfach. Junge, mit Crit nehme ich an. Ist zwar Additional Attacks gewöhnt, aber ja, mit Stun. Wichtig. Aber der ist echt nice. Der ist Jackie Chun ein Must-Have, glaube ich, in den Erdlings-Team. Ohne den ist das nicht zu machen. Also der Junge ist echt wichtig. The Boy ist einfach normal. Der lohnt sich wirklich, ey. Komm, scheiß auf diese zwei Sanduhren, die ich dafür ausgeben muss. Aber der Boy lohnt sich wirklich, ey. Schwierig, ey. Schade, ich krieg's mit Krillin nicht hin. Okay, dann hoffen wir auf die zwei Bulmas, Freunde. Wir hoffen auf die zwei Bulmas. Ihr wisst ja Bescheid, Hoffnung stirbt zuletzt. Komm, Bulma, bitte. Machen Sie was. Komm, mit seinem langen Ding. Nee, aber ein Krit. Oh, normale Additional. Schade. Okay, der Boy mit einer Additional wäre halt auch wichtig jetzt. Additional, bitte. Ja, aber mit Additional Super Attack. Okay, Last Chance Bulma. Last Chance Bulma, Freunde. Nee, keiner will, keiner Crit, keiner Stunt. Und er greift natürlich vorne zweimal an. Geil, danke dir. Das ist jetzt die Frage, was machen wir? Jackie Chun vorne hin. Oder auf die Dodges vom Ella Muten Roshi hoffen. Ich glaube, es ist Ella Muten Roshi, Freunde. Aber wenn er nicht dodgt, dann sind wir im Arsch. Also wenn er nicht dodgt, sind wir locker am Arsch. Komplett. Wir hoffen mal aufs Beste, ey. Der Wippi sagt auch, ey. Nach vorne mit dem. Das ist echt so ein Müll, ey. Einmal nicht gedodgt, einmal nicht gestunt und schon ein ganzer Run im Arsch. Ja, geil. Danke dir. Danke dir. So, jetzt aber bitte. Das ist jetzt sehr wichtig, Freunde. Sehr wichtig. Mach jetzt diesen. Ja, du geile Schlange. Keiner kann so oft und so lange. Wie du. Muten Roshi, wie du. Das ist es, Freunde. GG, ey. Geil. Perfekt. Läuft. Wir haben die Erdlingsmission geschafft. Also dementsprechend, Freunde, holt euch den Jackie Chun ins Team. Nicht den Tech, sondern hier den LR Int. Der Junge, der rasiert das Ding. Also der ist wirklich ein Must-Have. Also der Junge hat gecarried ohne Ende. Dann natürlich mit bisschen natürlich Luck, was ihr braucht, ne, für die ganzen Stunts. Aber ist machbar. Hat jetzt ein paar Versuche gebraucht ohne Jackie Chun. Und jetzt der erste direkt mit ihm. Funktioniert, Freunde. Geil. Bis jetzt beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Team hat euch geholfen. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye.